Guten Tag, meine Freunde. Ja, ihr seht, wir haben ein paar Kommentare, oder beziehungsweise ihr habt mir ein paar Kommentare geschrieben, die ich jetzt beantworten will. Leider habe ich mein Webcam nicht dabei, ich wollte die eigentlich jetzt einsetzen, aber ich finde sie gerade nicht. Keine Ahnung, die versteckt sich irgendwie. Egal. Naja, vielleicht kann ich das am Ende jedes Monats machen, aber jetzt beantworte ich erstmal eure Fragen oder beziehungsweise eure Kommentare. Fangen wir mit dem ersten Kommentar von FIFA Suchti XX an. Freue mich schon auf den 9.3. Ja, der ist schon vorbei, aber ich glaube, der Kommentar ist auch ein bisschen älter. 8.2.2013. Ja, ihr seht, wie oft ich die Kommentare lese. Nämlich fast gar nicht, aber na gut. Nächstes. I'm a beautiful person. I'm a beautiful person. I'm a beautiful. I was a good day at a very nice at the one only things you should know. That all of my heart. Was? Okay, übersetzen wir mal. Ich bin eine wunderbare Person, wie dasselbe, wie dasselbe. Es war ein guter Tag, als ein... Ah, keine Ahnung. Mein Englisch ist schlecht, ihr wisst es. Okay, nächster Kommentar. Richtig nice. Ja, danke für deinen Kommentar. Ich freue mich übrigens, wenn ihr mir solche Kommentare schreibt, dass meine Videos gut sind. Das muntert mich echt auf. Also, danke für solche Kommentare. Okay, Safcons Entwicklung. Und das ist mit Abstand der dämlichste Kommentar, den ich je gesehen habe. Sorry, der Bär, aber es ist so. Gib Pikachu einen Donnerstein, wenn du einen Raichu haben willst. Und das bei Pokémon Gelb, wo man Pikachu nicht entwickeln kann. Sorry! Nächster Kommentar. Wie lange ich für diese Gegner brauchte. Smiley. Tja, ich brauchte auch lange für diesen Part, also für diesen Gegner in diesem Let's Play. Hast du ja wahrscheinlich gesehen, Ica Zone 5. 5 Parts lang, also das ist schon richtig tricky mit diesen 5 Klonen, mit diesen 4 Klonen da zu kämpfen. So, nächster Kommentar, die Nugget-Brücke von Neo Dragon. Boah, komm auszuhalten, was für Scheiße du laberst. Hab geschaut, bis du wegen Abra auch gesehen hast und Kopf bekommen. Danke. Bitte. Nächster Kommentar. Wenn ihr alle Pokémon-Spiele sehen wollt, seht euch mein Video an. Nein, solltet ihr nicht. Das ist ein verdammter... Sowas hasse ich so, die Kommentare. Das sind verdammte Spams. Die sollte man sofort melden. Wie mache ich das denn jetzt? Sorry, Sockenbart-Tutorials. Ich werde das melden, okay. Also den... Ja. Gut, nächster Kommentar von Hinata Hyuga. Wenn ich das richtig ausspreche. Schade, dass du so wenig Leute deine Let's Plays gucken. Ich finde die echt gut. Keine Ahnung, was das für ein Smiley ist. Aber egal. Ja, also mir sind die Leute, die meine Let's Plays schauen, eigentlich... also die Anzahl an Leute, die meine Let's Plays schauen, die ist mir nicht so wichtig. Hauptsache, euch, ihr habt Spaß dran. Das ist was, was der Hauptgrund ist, dass ich Let's Plays mache, damit ihr Spaß habt. Die Klickzahl oder Abonnentenzahl, die ist mir völlig egal. So, nächster Kommentar. Was? Wann kommt der Weg? Keine Ahnung. Bei der Riesengrotte. Verstehe ich nicht. Yukian W. Ich verstehe es nicht. Kannst du es mir detaillierter beschreiben? Wäre echt nett. Weil mit so einem kurzen Kommentar kann ich nichts anfangen. Sorry. Oh, jetzt kommt mein, Betrunken-Special. Von Black Ink 12. Haha, Smiley. Wieder so ein Kommentar, der zeigt, dass ihr meine Videos mögt. Nächster Kommentar. Angriff der Füchse, ich überrenne dich. Nächster Kommentar. Von DeMarcus hat gleich ein ganz 3 Stück geschrieben. Eins bei Pokémon Team Rock Edition. Du hattest dich doch in einer deiner letzten Let's Plays, letzten Parts gefragt, welches Pokémon Jessie nimmt. Wenn du Mauzi nehmen würdest, nun, sie nimmt Rettern, hab's ausprobiert. BTW, beziehungsweise mit Mauzi als Starter hast du es sehr einfach und auch später keine Geldprobleme. Smiley. Ja gut, ja, das wusste ich schon nach dem Let's Play, aber ich habe das Spiel ja blind gespielt. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass Jessie dieses Mauzi nehmen wird, weil wir ja Smogon genommen hat, aber rein vom Logischen her, weil Jessie ja in der TV-Serie einen Rettern hat, habe ich mir gedacht, sie nimmt vielleicht einen Rettern, dass es so vielleicht vom Spiel programmiert wurde.
Aber naja, gut, dann hat sie halt ihr Mauzi genommen. Ja gut, Mauzi wäre schon ein gutes Team-Pokémon gewesen. Aber ich wollte mal Smogon nehmen, weil Smogon ist ein bisschen schwieriger, damit umzugehen. Weil Mauzi, ja, mit Mauzi kann man schon viel anfangen, wenn es zu Snorlax weiterentwickelt wird. Auch dieses Geld, was du da ansprichst, das ist ganz gar keine schlechte Idee. Aber das mit dem Geld, ja gut, so viel Geld kriegt man glaube ich auch nicht. Aber wenn man Zahltag vielleicht auf Dauer einsetzt, dann ja, weiß nicht. Also interessant dein Kommentar. Kommen wir mal zum nächsten, den du mir geschrieben hast. Ultra Ultigaria, Secret Pass, geheimer Pfad oder hier besser, Abkürzung. Keine Ahnung. Achso, ja, wahrscheinlich habe ich mich da im Let's Play gefragt, was Secret Pass heißt. Und du hast mir jetzt die Übersetzung geschrieben. Dankeschön. Okay, nächster Kommentar von DeMarcus1204. Immer noch. Und zwar hier Siegestraße. Lava, das ist bei Prismani City in dem abgebrannten Haus. Das von innen sehr stark beim Kraftwerk. Was? Lava, das ist bei Prismani City in dem abgebrannten Haus. Das von innen sehr stark dem Kraftwerk aus der Originaledition ähnelt. Nur statt Voltoball etc. kommen Arcani, Magma etc. Okay, das wusste ich echt nicht. Gut, danke für den Kommentar, jetzt weiß ich mehr. Okay, ja gut, du hast wahrscheinlich mehr Erfahrung in diesem Spiel als ich. Ich habe es ja blind gespielt, aber trotzdem danke für deine Kommentare. Gut, der nächste Kommentar von Mo the Bro. Bei Silvers Übermacht, der Part ist neu, den habe ich vor 2 Tagen hochgeladen. Super Quali für einen kleinen YouTuber. Ja, danke, ja gut, ja, mit meinem neuen Mikrofon, da geht auch alles viel besser. Nächster Kommentar von Georg 2599. Und zwar das Yu-Gi-Oh! Let's Play. Besorgt die Eisenschrottvogelscheuche! Nächster Kommentar. Ich drück dir die Daumen. Like. Ja, gut, danke. Und ich habe mir die Ergebnisse aus dem Internet ausgedruckt. Welche Ergebnisse? Moment, ich schaue es mir schnell an. Moment. Ich bin jetzt ein bisschen neugierig, was du damit meinst. Ergebnisse, Ergebnisse. Ist es das, was ich... egal, ich weiß gerade nicht, was du meinst, aber... ich glaube, du wirst es schon wissen. Gut, das war's dann auch mit der Kommentier... ja, mit dem Kommentierpart. Vielleicht gibt es beim nächsten Mal auch wieder so ein Special, wenn ihr mir nochmal ein paar Kommentare schreibt. Nicht, dass ich jetzt irgendwie kommentargeil wäre oder so. Nein, 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 ich bin da völlig unschuldig. Ich beantworte ja nur eure Fragen. Ihr wollt ja auch mal was von mir hören wollen. Na gut, dann danke fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in dem nächsten Kommentar... Im nächsten Kommentar-Part. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht Kommentar-Kommentier sage, weil es ist von Waititi sonst geklaut. Also dann, schönen Tag euch noch. Ciao!